Willkommen zurück beim Spiel der Musik bei Made of Skr. Skrr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 
Natürlich meinen geliebten Thomas, aber wen sonst? Thomas Evans, Matilda Norton, Arthur Morris und Henry Hughes. Von denen haben wir schon gelesen. Und Matilda Norton haben wir schon Teile davon. Das heißt, die Zylinder sind wichtig, um das Lied auf der Orgel zu spielen, und die Noten sind dafür da, damit dieses Gegenlied funktioniert. Damit wird alles enden. Alright. So. Gut. Hier ist noch ein Raum und dann gehen wir ganz nach unten. Da wird nämlich schon ein Symbol von einem Zylinder angezeigt. Der hier ist. Gut. Ein Raum, in dem nichts ist. Auch gut. Dann halt nicht. Da liegt was. Gut, falls er mich jetzt kriegt, mich tötet, nicht schlimm, ich habe gespeichert. So, wo lang? Wie lang? Mörder. Isaac Williams wurde überall mit Mörder bekritzelt. So. Am Ende des Ganges ist noch ein Raum und da ist noch ein anderer Raum, wo mir schon gesagt wird, der ist verschlossen. Aber den anderen Raum gucken wir uns noch an. Oh ja, hat er mich erschreckt, Alter. Fuck you! Wie jetzt? Das schadet dem nicht? Oh, scheiße, er hat den Schlüssel. Das setzt ihn nur kurz außer Gefecht. Der hat mir das Genick gebrochen. Der Sack. Da kam der durch die Wand gebrochen wie Nemesis. Das gibt's ja nicht. Was soll ich gegen den ausrichten, frage ich mich. Weiß ich zumindest, wo er kommt. Das heißt, ich kann hier einfach Beach Fidel herumlaufen. Da hier oben niemand ist, bockt's auch keinen. Ein Zettel noch. So. Ja. Ja, toll, ich brauche den Schlüssel von ihm, ansonsten komme ich an den Zylinder nicht ran. Ah, oh, es ist kacke. Wie bekämpfe ich dieses Schwein? Nee. Komm schon. Katz- und Maus-Spiel, ich mag das. Ah, okay. Ich muss durch den Raum oder die Wand, die er gerade zerbrochen hat. Hier komme ich nämlich nicht durch. Also ich sitze in der Sackgasse gerade. Gemütlich einen Brief lesen, während irgend so ein Tyrant hinter mir herläuft. Kein Problem. Ah, allerliebste Elisabeth, ich habe deinen Brief erhalten und verzehre mich nun vor Sorge ob deiner Worte. Zu erfahren, wie du unter deinem Vater leidest und dass er dich im Scare Hotel eingesperrt hat, ist mehr als ich ertragen kann. Dennoch werde ich deinem Wunsch entsprechen und mich voll und ganz der gestellten Aufgabe widmen und die Melodie für dich komponieren. Ich werde Tag und Nacht daran arbeiten. Und sobald ich damit fertig bin, werde ich in den Schnellzug zu dir steigen, liebst du auf ewig dein Thomas. Da!
Fuck you. Da macht's mir auch nicht gerade einfach, der Junge. Muss ich erstmal hier hinlocken und dann. Okay, jetzt schnell. Dran. Da ist ein Gang, der führt runter. Na dann. Irgendwie muss man den noch aufhalten können, aber wie? Was muss ich tun? Na super. Was jetzt? Es mir halt die ganze Zeit auf den Fersen. Muss es irgendwie schaffen, ihn zu töten, aber wie? Ich habe auch nicht mehr viele von diesen Dingern, oder? Drei. Woher weiß er, wo ich bin? Dürfte doch unmöglich sein. Er hat mich doch gar nicht gesehen, wie ich weggerannt bin. Oder hat er einfach so ein Killergehör? Er ist zwar schnell, aber ich bin schneller. So, jetzt. Komm schon. Hat das was gebracht? Ja. So, jetzt. Wieder hier. Was an sich gut ist. Bringt mich aber nicht weiter. Habe ich irgendwas gefunden, was mich hier weiterbringt? Ich brauche den Schlüssel von ihm, verdammt. Kann ihn aber nicht aufhalten. Wir fahren mal ganz runter. Weil wir waren eben im ersten Stock. Mal sehen, wo uns dieser Aufzug hinführt, weil das ist ja ein anderer. Closed open? Ach so! Ah. Okay. Habe ich einen Shortcut hier zum Main Hall? Finde ich gut. Dann bringt mich das bei meiner Mission gerade nicht weiter. Okay. Lass mich nachdenken. Also. Zweites Stockwerk. Habe ich alles soweit gefunden, was es zu finden gibt. Es gibt da noch diesen einen Gang. Rechts. Da ist noch eine Tür eingezeichnet. Ich weiß nicht, ob die offen ist. Wäre eine Idee, reinzugehen, schnell zu gucken und wieder raus. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich ihn aufhalten kann. Brauche aber den Schlüssel von ihm, ansonsten habe ich keine Chance. Beziehungsweise komme ich nicht weiter. Brauche den Schlüssel für den einen letzten Raum hier. Dann müssen wir als letztes nur noch diesen Zylinder holen und wir brauchen noch die Notenblätter.
Und wir müssen irgendwie die Tür da hinten aufkriegen, die verschlossen ist. Dem Schlosssymbol. Weil dann können wir auf die andere Seite dieser Räume gehen und höchstwahrscheinlich finden wir dann dort auch nochmal etwas, was uns weiterhilft. Finde einen Weg auf den Dachboden. Ja. Wenn die Tür nicht verschlossen wäre und der Typ den nicht hätte. Das macht die ganze Sache halt nicht einfacher. Das ist nicht dein Ernst. Die Tür halt auch nie auf, ne? Unerbittlich. Die Tür ist zu. Verdammt. Hier bin ich eingeschlossen, oder? Bäh. Beginnt wieder eine Hetzjagd, ein Katz-und-Maus-Spiel. Es ist offen, ja, okay. In einem Speicherraum kann er mich nicht angreifen. Das ist die Resident Evil-Regel. Okay, ein weiterer Safe Room. Herrlich. So, jetzt haben wir noch zwei Türen zu checken, die hier sind. Er ist draußen und stampft immer noch rum. Ich frag mich gerade, wann es sicher ist, rauszugehen. Er entfernt sich. Okay. Ah, das Symbol kenne ich vom Erdgeschoss. Das heißt, hier ist auch nochmal eine Tür, die wir öffnen können. Mit dem richtigen Schlüssel halt, ne? Was ist das denn hier für ein Raum? Eher als, ne? Geht halt nicht genug. Eine weitere Kartusche. Da hinten ist eine Map. Die Türen sind von innen verriegelt, das heißt, er kann da nicht durch, bis ich diese Türe nicht aufmache. Aber er ist durch eine Wand gebrochen, also was erwarte ich eigentlich?
getötet oder verletzt. Oder schwächt es ihn so sehr? Ich stehe gerade nicht, was ich mit ihm machen soll. Natürlich bist du hier. Na. Na. Lass mich in Ruhe. Wo ist er? Komm her. Elizabeth, bist du da? Yes, I'm still here. I thought you. Something just. What was that? What happened? I could hear the sound of. Wait. I thought I heard something here. Wer war das? Was mache ich jetzt mit ihm? Er ist fertig. Können wir ihm den letzten Schuss geben? Nee. Interessanter Bossfight auf jeden Fall. Okay, ich habe den Rabenschlüssel. Jetzt können wir nämlich zum Zylinder. Wir brauchen ihn auch, um diese Tür zu öffnen. Ich werde sowas von speichern. Kannst du aber glauben. Vielleicht ist er auch nur gestunt. Ich hab's so gewusst. Der ist nicht tot. Okay. Ganz sachte. Bin ich zu weit? Oh. Wo liegen sie? Nur. Ich habe nur den Ausgang gesucht. Ja, falsche Richtung. Warte mal. Ich bin hier ein bisschen konfus gerade. Shit, ich muss zurück. Ich verblase gerade mein komplettes Pulver auf diesen Typen, aber. Ah, was mache ich denn? Ich habe eine Orientierung wie ein Backstein. Ich will den Zylinder da nicht viel weg. Okay, Zeitung. Sirene, ja. Wie viel habe ich noch? Keine. Hey, komm her, du großer Klops. Tagebucheintrag. Gut, den lesen wir noch. Obwohl. Ja, komm. Jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Ding verblasen, nur damit ich hier schnell an den Zylinder rankomme.
Aber zum Glück muss ich dann hoffentlich nie wieder hier hoch. Ich hoffe nur, ich kann ihn irgendwie noch abschütteln. 22. Oktober 1897. Vater hat Wind davon bekommen, dass ich ein Gegenlied komponieren will und dass ich die nötigen Schritte eingeleitet habe, um ihn aufzuhalten. Doch er hat vor, sein Lied heute Abend schon bei der Probe auf den großen Orgeln am Personal zu testen. Ich fürchte, ich bin zu spät. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Im verzweifelten Versuch, seinen schrecklichen Plan zu durchkreuzen, habe ich mich bereit erklärt, für ihn zu singen. Es ist völlig schiefgelaufen. Ich habe versucht, so viel vom Gegenlied zu singen, wie ich konnte, aber die Version, die ich vorbereitet hatte, war nicht fertig. Ich hätte auf Thomas und die anderen warten sollen, doch es war keine Zeit mehr. Jetzt fürchte ich, dass ich die Lage verschlimmert habe. Der Blick von Vater, als ihm klar wurde, was ich versuche, war furchterregend. So hatte ich ihn noch nie zuvor erlebt. Das gesungene Lied und die Melodie von den Zylindern hat alle in den Wahnsinn getrieben. Das war schrecklich. Das war wahrlich nicht die Wirkung, die ich bezwecken wollte. Oder bezweckt hatte. Die Angestellten fingen an zu schreien und sich gegenseitig anzugreifen. Vater blutete aus den Ohren und danach war er wie von Sinnen. Er kritzelte Worte auf die Treppenstufen mit seinem eigenen Blut. Was habe ich nur getan? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eins. Okay. Eine Eins. Wenn er mich hier oben kriegt, bin ich tot. Ich habe keinen Platz hier, ihn zu umgehen. Zwei. Vier. Da muss ein Bild hin, aber welches? Ja, Klavier. Ah, da sind Symbole drauf. Kann der hier hoch? Okay. Bei den Porträts finden wir die Antwort. Drei Vogel. Eins ist der Fisch. Eins Fisch. Hallo? Kann nicht weiter. Eins Fisch. Drei Vogel. Und? Also eins Fisch. Drei Vogel. Zwei Hund. Ihr Käfig. Im Rest muss ich improvisieren. Also, Fisch. Fisch, Hund. Also, Fisch, Hund. Fisch und Vogel. Hier ist der Käfig. Hi. Sieh mich nicht an, du Monster. Gib mir die Pumpe, ey. Der Typ, der ist echt wahnsinnig. Und wahnsinnig anstrengend vor allem. Da man ihn nicht töten kann, man kann ihn nur ablenken. 23. Oktober 1897. Ich habe mich auf den Dachboden eingeschlossen und die Tür verbarrikadiert. Große Orgel scheint nicht dieselbe Wirkung auf mich zu haben wie auf die anderen. Das alles begann mit dieser Kreatur, die unten unter Scarepoint gefangen gehalten wird. Sie muss befreit werden, damit sie niemandem mehr schaden kann. Ich muss in diese Höhle gelangen, ohne dass mein Vater und seine Männer mich finden. Sie sind nicht mehr sie selbst. Ja, das habe ich festgestellt. Hier.
kann die Tür nicht schließen, aber... Basement, Ground Floor, Second Floor. Elisabeth, bist du das? Oh Mann. Was war denn das gerade? Das war eine Falle. Oh nö, das Ding ist kaputt. Bitte nicht. Was jetzt? Bin hier runtergefallen. Elisabeths Tagebucheintrag 3. 24. Oktober 1897. Ich habe es heute gewagt, den sicheren Dachboden zu verlassen. Dabei habe ich festgestellt, dass mein Vater unaussprechliche Dinge tut, wie zum Beispiel die Gesichter der Männer grundlos zu verbrennen. Ach, die sind verbrannt? Ey. Ich kann hören, wie mein Onkel unter mir durch die Zimmer und Hallen stampft, auf der Suche nach mir. Er ist zu einem seelenlosen Riesen geworden. Sie sind beide dem Wahnsinn verfallen, tragen diese fürchterlichen Ritualmasken. Also doch Masken, habe ich doch richtig vermutet. Weil sie diese Masken tragen und die Augen nicht frei sind, sehen sie nichts. Ich habe Angst. Einige Gäste zur großen Wiedereröffnung sind früh eingetroffen. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber mein Vater und Onkel haben sie in ihrem Wahn hineingezogen. Die armen Menschen sind jetzt solche Monster wie meine Familie. Das ist schrecklich zu beschreiben. Also sind die einfach nur verrückt, das sind gar keine Monster, so gesehen. Und durch das Lied stehen sie halt unter Massenkontrolle. Interessant, interessant. Gut, hier wird gespeichert. Und wir machen hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich muss erstmal so ein bisschen wieder erholen nach diesem Schock. Ja, das war's erstmal an dieser Stelle von Point of Scar. Made of Scar. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter, dann müssen wir weiterhin noch zwei Zylinder finden und zwei Notenblätter. Einen weiteren Zylinder haben wir in unseren Besitz gebracht. Und wir haben ja jetzt noch den Rabenschlüssel. Und jetzt fehlt nur noch der Skelettschlüssel, den müssen wir noch finden. Und dann kommen wir hier auch wahrscheinlich dann weiter. Und ich bin mal sehr gespannt. Also wird schon sehr intensiv langsam, das Spiel. Hätte ich nicht gedacht am Anfang, dass es so ruhig angefangen hat. Und ich dachte mir so, ja gut, ein paar Gegnern ausweichen, aber dann kommt er noch, unser Nemesis, der auf dem zweiten Stockwerk rumstampft. Mal sehen, was am Ende noch auf uns wartet. Aber Elisabeth ist weiterhin verschwunden. Und mal sehen, wer sie entführt hat und wo wir sie finden werden. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Made of Scar.